Aha, da haben wir ja wieder den Salat. Herzlich willkommen, liebe Gartenfreunde, zu meinem neuen Video. Und heute soll es darum gehen, wie kann man eine Schneckenplage im Garten verhindern? Und da gibt es nämlich jetzt schon einige Dinge, die man im Garten tun kann, damit es dieses Jahr nicht so krass wie das letzte Jahr wird. Weil wir erinnern uns, es war ein feuchtes Jahr und Millionen von diesen kleinen Dingern sind über die Kleingärten in Deutschland hergefallen und haben ganze Ernten radikal gefressen. Ist Schnecke nicht gleich Schnecke? Das Problem beginnt nämlich mit Garten wirklich erst, wenn die Nacktschnecken erwachen. Wir haben hier zum Beispiel so eine kleine Gehäuseschnecke. Ich zeige euch das mal. Ja, mit denen kann man so halbwegs leben. Auch mit den Weinbergschnecken, die darf man nicht tot machen. Die stehen unter Naturschutz. Und ich sag mal so, die Schäden, die die anrichten, sind relativ moderat. Ja, und das ist mir gerade mein Tigerschnäkel runtergefallen. Aber wenn jetzt, wie gesagt, im März, April die Nacktschnecken erwachen, ja, dann geht das Problem los. Die fressen nämlich jetzt schon kräftig herum. Und da habe ich euch mal eine kleine Auswahl für euch zusammengefasst. Das ist hier wahrscheinlich so eine spanische Wegschnecke, rote Ackerschnecke, irgend sowas in der Richtung. Das hier, das ist ein Tigerschnäkel. Das ist eine sogenannte gute Schnecke, die frisst auch im Gemüse rum, aber die frisst die Gelege der spanischen Wegschnecke. Ob die jetzt wirklich andere Schnecken frisst, so wie man das überall liest, ich weiß es nicht, aber dazu werden wir dieses Jahr mal ein paar Experimente auf jeden Fall machen. Und dann haben wir hier noch so eine Ackerschnecke, das ist die hier, dieses schleimige Ding. Und die, wenn die in Massen auftreten, da schauen wir jetzt gleich mal ins Frühbett, ja, da habt ihr auch ein richtiges Problem. Und wie, als wenn ich es bestellt hätte, schaue ich unter unser Knoblauchhochbeet. Ja, und wem sehen wir da? Da sehen wir schon wieder, ich glaube, so eine spanische Wegschnecke. Also auf jeden Fall eine von diesen gefräßigen Dingern, die ja wirklich richtig hart am Knoblauch rumfrisst und natürlich hier auch meine Salate ins Visier nimmt. Und in unserem Frühbeet haben wir jede Menge Probleme mit der Ackerschnecke. Da habe ich ja schon einige Shorts gemacht. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt so ein Beet habt und nicht wisst, wo fange ich denn jetzt hier eigentlich an, nach den Schnecken zu suchen? Also mein erster Ort wäre immer unter den Salaten, habe ich euch ja, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Denn dort verstecken die sich immer. Und seht ihr dort? Schauen wir mal hier. Komm raus, du Schlingel. So, ich hoffe, ich kriege die jetzt hier in Fokus. Ja, hier seht ihr sie. Ja, und von denen gibt es hier im Frühbeet hunderte, hunderte Leute. Und wie gesagt, der beste Platz ist wirklich immer unter den Salaten zu schauen. Dort verkriechen die sich nämlich wirklich gerne. Dann auf jeden Fall in den Randbereichen. Dort sind die auch am Start. Und ja, hier natürlich in den Asia-Salaten. Da haben die natürlich schönste Bedingungen, sich hier zu verstecken. Ja, Freunde, und versteht mich jetzt bitte nicht falsch. Das Problem sind nicht einzelne Schnecken, die hier mal an dem Salat rumknabbern. Das ist völlig okay, das ist ganz normale Natur. Das Problem beginnt dann, wenn hier wirklich 50 oder 100 Schnecken in der Nacht im Hochbeet unterwegs sind und dann hier anfangen, alle zu fressen, weil die ja jetzt in der Wachstumsphase sind und natürlich viel Hunger haben. Dann beginnt das Problem wirklich und die haben halt bei uns keine natürlichen Feinde. Außer ihr habt in den Laufenden, haben wir jetzt hier leider nicht. Wenn ihr welche habt, dann schätzt euch wirklich glücklich, weil die hätte ich letztes Jahr wirklich gut gebrauchen können. Und der einzige Schneckenjäger, den es jetzt hier gibt, bin ich. Und wie ich das mache, das zeige ich dir jetzt. Ihr könnt euch denken, nicht nur im Hochbeet oder Frühbeet sind die Schnecken aktiv, nein, auch hier im Gewächshaus. Ja Leute, Überraschung, schaut mal hier, was uns unsere Schneckis hier im Garten hinterlassen haben. So sehen Schneckeneier aus und wenn ihr sowas findet, die könnt ihr nehmen. Könnt ihr einfach in den Garten werfen, die Vögel freuen sich. Und dann habt ihr nächstes Jahr ein paar Schnecken weniger im Garten. Und wenn du diese Schneckeneier findest, einfach nehmen raus, die Vögel freuen sich und fressen die weg. Und da sparst du dir wirklich jede Menge Arbeit. Und um einer Schneckenplage im Sommer vorzukommen, kann man jetzt schon damit beginnen, die Schnecken zu fangen. Jetzt sind sie klein, jetzt fressen die noch nicht viel und alles, was ihr jetzt wegnehmt, wird euch im Sommer keinen Schaden zufügen. Von daher lege ich jetzt auch rund um die Hochbeete immer Schneckenfallen aus. Und wenn ihr sagt Schneckenfallen, was ist denn das? Da könnt ihr einfach irgendein Brett nehmen, da könnt ihr eine Plastifolie nehmen, da könnt ihr, was habe ich hier noch, so eine Fliese nehmen, da könnt ihr Rhabarberblätter nehmen, da könnt ihr andere Blätter nehmen. Also irgendwas, wo die Schnecken sich drunter verkriechen können und wohlfühlen. Und dann schaut man einfach den nächsten Morgen runter und sieht, aha, okay, hier ist eine und kann die schön einsammeln, in den Eimer tun. Und da hat man schon sich jede Menge Ärger vom Hals geschafft.
Und wenn du dich jetzt vielleicht fragst, ja, ich habe so viele Schnecken, ich sammle die eimerweise bei mir im Garten ein, aber was zur Hölle soll ich denn dann mit den Schnecken machen? Das ist eine Frage, die kriege ich in letzter Zeit immer öfter gestellt und die habe ich auch letztes Jahr in Massen bekommen und darüber werde ich jetzt auch nochmal ein Video machen, also vergiss bitte nicht, den Kanal zu abonnieren. Ein weiterer wichtiger Schritt, den ihr tun solltet, rund um die Beete oder rund um die Hochbeete, sollte alles schön sauber sein. Solche Grasbüschel in der Nähe vom Hochbeet ist eine ganz schlechte Idee, denn dann können die Schnecken des Nachts nach oben klettern, können sich hier schön satt fressen. Am Morgen gehen sie wieder hier runter, können sich hier schön im Grasbüschel verkriechen und in der nächsten Nacht kommen sie wieder zurück. Also solche Versteckmöglichkeiten in der Nähe eurer Beete, eurer Hochbeete, solltet ihr unbedingt beseitigen. Und wenn das dann einmal alles sauber ist, dann wird das richtig festgedrückt alles, dass hier auch keine Hohlräume sich bilden. Und im Notfall, wenn es wirklich richtig hart auf hart kommt, kann man dann hier wirklich Schneckenkorn auslegen. Und das ist wirklich sehr interessant zu beobachten. Hier haben wir einen Tigerschnegel. Und der versucht es hier zum Beispiel in den Zwischenraum zwischen Erde und dem ersten Brett des Hochbeetes zu kommen. Und dort verstecken sich dann natürlich auch die anderen Nacktschnecken. Von daher sollte hier wirklich alles schön sauber sein, sollte alles schön festgemacht werden, dass hier keine Hohlräume sind. Und dann haben die Schnecken relativ wenige Möglichkeiten, sich hier in der Nähe des Hochbeets zu verstecken. Und auch diese Dinge, die ihr hier seht, ein Eimer, irgendein Stein, der hier rumsteht oder eine Gießkanne, die hier einfach stehen bleibt, die haben nichts in der Nähe der Beete und Hochbeete zu suchen, denn das sind auch ideale Versteckmöglichkeiten für die Schnecken. Und eine weitere wichtige Arbeit, die ihr jetzt machen solltet, ist das tägliche Absuchen der Beete oder der Hochbeete nach Schnecken. Das macht man am besten am zeitigen Morgen oder am Abend. Am besten geht man immer mal so halb um 10 mit einer Stirnlampe raus, hat einen kleinen Eimer mit und schaut dann einfach mal in die Beete, in die Hochbeete und sammelt die Schnecken ein. Wie gesagt, jede Schnecke, die ihr jetzt einsammelt, frisst später kein Gemüse. Und jede Schnecke, die ihr jetzt einsammelt, legt später keine Eier. Und wenn man weiß, dass so eine spanische Wegschnecke bis zu 400 Eier legen kann, ja Leute, da weißt du, was du einsparst, wenn du die jetzt schon einsammelst. Oh, ihr seid ja schon da. Ich befülle jetzt hier gerade meine Bierfalle für die Schnecken. Ja, Freunde, die gute alte Bierfalle gegen Schnecken. Damit fängt man doch jede Schnecke richtig. Das stimmt. Macht man hier einfach so ein bisschen Bier rein, gräbt die dann hier ein und dann wartet man. Und am nächsten Morgen sind hier jede Menge Schnecken drin, die tot sind. Das stimmt. Aber das Problem ist, dass der Duft, den die Bierfalle verströmen lässt, so viele Schnecken aus der Umgebung anlockt, als wenn du hier ein riesen Neonschild hättest oder ein riesen Hinweisschild. Hier gibt's leckeres Gemüse. Eine Nacktschnecke kann bis zu 15 Meter zurücklegen. Das bedeutet auch vom Nachbar, von dem Nachbar und von dem Nachbar werden Schnecken in deinen Garten kommen, wenn du Bierfallen in den Beeten verwendest. Das Einzige, wofür ich Bierfallen verwenden würde, wäre, wenn ich die hier an den Rand des Gartens locken möchte, dass ich die irgendwie in eine Ecke stelle. Aber ich würde niemals eine Bierfalle in meine Beete stellen. Also ganz schlechte Idee, meiner Meinung nach. Trinkt lieber das Bier, aber ertränkt bitte nicht die Schnecken in der Bierfalle. Denn das ist ein Magnet für alle Schnecken der Umgebung. Und natürlich solltest du deine Beete oder Hochbeete wirklich am frühen Morgen gießen, nicht am Abend. Warum ist das so? Ja, die Schnecken sind hauptsächlich nachtaktiv und wenn du dann abends hier gießt, dann können die richtig schön die ganze Nacht hier über die Beete schlittern. Die fühlen sich dann richtig wohl und können dann noch mehr fressen, als sie es sonst getan hätten. Von daher immer am Morgen gießen, dann kann es den Tag über abtrocknen. Die Pflanzen haben trotzdem genug Wasser und am nächsten Morgen wiederholst du das. Ja Freunde, und jetzt möchte ich euch noch mal eine kurze Zusammenfassung geben, wie ich hier einer Schneckenplage im Sommer vorbeuge. Also ganz einfach, zuerst lege ich überall Fallen aus, habe ich euch ja gesagt, einfach nochmal Folie auslegen, Bretter auslegen und so weiter. Dann kann man früh hingehen, umdrehen, einfach absammeln, hat man schon ein paar Schnecken weg. Dann wie gesagt, das was ich hier gerade mache, rund um die Beete, rund um die Hochbeete, alles plan machen, keine Versteckmöglichkeiten bieten. Eimer weg, Gießkanne weg, alles Gerümpel, was hier rumliegt, weg. Das sind alles Versteckmöglichkeiten für Schnecken, wo die sich festsetzen können und dann des Nachts in euren Beeten rumfressen. Des Weiteren natürlich wichtig, absammeln von Schnecken. Total unterschätzt, aber das kann euch wirklich den Arsch retten, wenn ihr viel Schneckendruck habt. Einfach früh rausgehen,
nach dem Aufstehen einfach mal ins Hochbeet schauen, einfach ein bisschen einsammeln, abends eventuell nochmal 10 Uhr rausgehen, die Stirnlampe auf, einfach nochmal mit der Frau hier irgendwie schauen, ob es da irgendwas zu entdecken gibt, und ihr werdet sehen, da sind jede Menge Schnecken unterwegs und mehr als man denkt. Wenn man das jeden Abend macht, da kann man schon richtig viel Schneckendruck wegnehmen. Ja, des Weiteren, wenn es ganz schlimm ist und ihr sagt, also bei uns ist es jetzt schon im Frühjahr der absolute Wahnsinn, wir kriegen das nicht unter Kontrolle, dann kann man, wie gesagt, das Schneckenkorn verwenden, die Schneckenlinsen verwenden, aber da wirklich sehr sparsam verwenden, und ja, ich würde so lange hinauszögern, wie es nur möglich ist. Es ist erstens teuer, zweitens erwischt ja auch viele Tigerschnäkel, die hier unterwegs sind, die fressen die nämlich auch und sterben. Das muss auch nicht sein, das ist so ein kleiner Gegenspieler für die spanische Wegschnecke. Von daher bin ich sehr vorsichtig beim Einsatz der Schneckenlinsen. Und zum Thema Bierfallen, Leute, das Bier landet hier in meinem Bauch, aber nicht in irgendeinem kleinen Schälchen, wo dann Schnecken drin ertrinken. Da habe ich überhaupt keine Lust drauf, weil da könnt ihr gleich ein Riesenzeichen an euren Garten machen. Hier gibt es ein Free Dinner, hier könnt ihr heute mal fressen kommen, weil der Duft, der lockt alles, was ihr in der Umgebung an Schnecken habt, in euren Garten. Und in diesem Video habe ich nochmal die besten Hausmittel gegen Schnecken live getestet. Da habe ich dann quasi so Schnecken platziert, habe dieses Hausmittel mal rundherum gelegt und schaue, ob dieses Hausmittel wirklich die Schnecken davon abhält, darüber zu krabbeln, oder ob die sich da überhaupt nicht drum scheren. Und die Entdeckung, die ich da gemacht habe, Leute, ja, das hat mich schon wirklich sehr erstaunt.